Hallo, ich grüße dich. Heute geht es um Mobilisation der Gelenke. Und zwar, ich biete dir eine Einheit, die Gelenke vom Kopf bis Fuß mobilisiert. Ich werde vom Kopf anfangen und werde mit den Füßen aufhören. Super. Stelle dich bitte hüftbreit geöffnet hin. Und wir fangen. Erstmal ziehen wir den Scheitel Richtung Decke, kreisen ein paar Mal. Stimmung, die Schultern und platzieren bitte die Schulter nach hinten unten. Wir fangen an zu nicken. Sechs, sieben, acht. Wieder zurück. Dreh den Kopf. Achtmal komplett. Mal so nach links, achtmal nach rechts. Fünf, sechs, sieben, acht. Wieder zurück, zur Seite neigen. Links, rechts. Zwei, drei. Sieben und acht. Wieder zurück, neige den Kopf nach links und rotiere in einem halben Halbkreis bis nach rechts. Wir sind im Bereich der Halswirbelsäule. Zurück. Okay, wir gehen weiter mit den Schulterngelenken. Und zwar versuche die Arme recht eng im Oberkörper zu lassen und fange deine Schulterblätter zu kreisen. Die Knie sind weich, das heißt, die sind nicht durchgestreckt. Die Schultern nach innen und außen bewegen, nach innen und außen, nach innen und außen. Drei, vier, eine leichte, kraftlose Bewegung. Sechs, sieben, acht. Wir machen das weiter, nur diesmal heben wir die Arme, gehen immer diese innen nach innen und außen. Und drehen die Schultern nach innen und außen. Ich zeige dir das von der Seite. Es geht ein bisschen jetzt die Bewegung. Nimmt auch ein wenig die Brustwirbelsäule mit. Beuge die Knie ein wenig mehr. Fünf, sechs, sieben. Und lösen. Dann kannst du schon anfangen, die Arme ein bisschen zu schwingen. Ich zeige dir das von der Seite. Fünf, sechs, sieben, acht. Zu dir. Lass die Knie jetzt immer noch leicht gebeugt, die Kniescheiben zeigen nach vorne und du fängst jetzt an,
deinen Oberkörper leicht zu drehen und deine Arme richtig locker zu lassen. Richtig schön locker, dass du dich selbst quasi haust. Man hört ab und zu mal ein Klatschen, das ist meine Hand auf meinen Arm. Lass die Arme wirklich locker und versuch den Oberkörper nur zu drehen. 4, 3, 2 und lösen. Einen Arm nach vorne strecken, einen Arm zurückziehen. Wechseln, wechseln, wechseln. So, wenn du jetzt den Arm nach hinten ziehst, dann drehst du auch den Kopf mit. Das heißt, wir haben auch wieder die Halswirbelsäule, die durchbewegt wird, aber auch die Brustwirbelsäule. Schulter natürlich auch. 4, 3, 2 Löse. Die Hände, guck. So können wir auch die Handgelenke mobilisieren. Durchbewegen. Zum Beispiel nach Stützübungen kann man diese Lockerung der Handgelenken machen. Und jetzt geht es um die Finger, Fingergelenke. Spreize, Fäuste, spreize, Fäuste, spreize, Fäuste, spreize, Fäuste. Die Finger sind im Alltag oft eher geschlossen, in einer Fausthaltung. Deswegen ist auch wichtig, die Finger bewusst zu strecken. Diese Streckbewegungen in den Fingern unterstützt die Aufrichtung der Wirbelsäule. Und jetzt machen wir weiter mit den Handgelenken. Wichtig, diese Durchbewegen, diese Mobilisation, wenn du oft lange am Computer bist, mit der Maus, ne, immer diese Bewegung machst, ist wichtig, die Handgelenke immer zu lockern, zu mobilisieren. Wechsel bitte die Seite. Vier, drei, zwei, eins. Die Ellenbogengelenke. Vier, drei, zwei, eins. Und auch hier, das ist auch eine Lockerung, wenn du einfach die Kraft los hin und her schwingen lässt. Na, für die Schulter, das Schultergelenk und für die Ellenbogengelenke letztendlich, wenn du die beugst und streckst. Okay, so, wir gehen an die Wirbelsäule. Und zwar, wir stellen uns in eine Grätsche. Fußspitze, Knie und Hüfte zeigen nach außen. Du beugst die Knie ein wenig. Ich zeige dir das von der Seite. Fängst du an, den Schambein nach vorne oben zu bringen, also das Becken aufzurichten und zurück zu strecken. Dadurch bringst du die Lendenwirbelsäule in Bewegung. 4, 3, 2, 1. Bleibe mit dem Schambein wieder zurückgezogen, stütze dich ab und jetzt versuche, dein Brustbein, wir wollen ein bisschen die Brustwirbelsäule mobilisieren, dein Brustbein nach innen zu schieben und wieder zurück. Nach innen zu schieben und wieder zurück. Das ist nicht so einfach. 4, 3, 2, 1. Okay. Und jetzt machen wir die komplette Wirbelsäule. Wir gehen mit geradem Rücken nach vorne. Wir fangen an, das Becken einzurollen, also Wirbelsäulebeugung, Brustwirbelsäulebeugung, Kinn zur Brust, Halswirbelsäulebeugung.
Wieder aufrichten, einatmen, mit geradem Rücken runter, ausatmen, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Mit geradem Rücken runter, ausatmen. Noch vier. Drei. Zwei. Ein letztes Mal. So, du kannst in der Grätsche bleiben. Nur diesmal, wie wir hatten die Knie gebeugt, streckst du. Du streckst die Knie und wir wollen jetzt das Hüftgelenk mobilisieren. Du kreist mit dem Becken. Strecken, beugen. Strecken, beugen. 4, 3, 2, wechsle die Seite. 8, 7, 4, 3, 2 und löse die Gelenke. Gelenke weiter. 8. 7. 6. 6. Wie weit jetzt du nach oben, nach außen kommst, ist es immer von der Beweglichkeit des Hüftgelenkes abhängig. 6, 7, 8. Ich drehe mich leicht zur Seite. Wir fangen mit dem linken Knie. Beug, streck, beug. Diese Übung kannst du auch ein bisschen mit Schwung machen. Halte bitte das rechte Knie leicht gebeugt. Bauchnabel bitte nach innen gezogen lassen. 4, 3, 2, Achtung, innen, außen. Entweder tappst du innen, außen oder du schwingst. 8, 7, du kannst dich ja natürlich festhalten, an der Wand festhalten. Oder wenn du sagst, Mensch, ich bin super, im Gleichgewicht halten, dann machst du das im Stehen. Also im Gleichgewichtsmodus. 2, 1 und locker lassen. Sehr schön. Wechsel die Seite. Beuge, strecke. 7, 6. Natürlich, wenn du alleine das zu Hause machst, kannst du beliebig viele Male machen. Das würde aber ein sehr langes Video werden. 4, 3, 2. 1, Achtung, innen, außen und wenn du möchtest, machst du das mit Gleichgewicht halten. 4, 3, 2, 1 und lösen. Okay, die Füße zusammen, wir sind wieder bei den Knien. Geh in eine leichte Hocke, ganz leicht. Halte die Knie an die Kniescheibe fest. Die Füße sind zusammen. Und kreise 8-mal in eine Richtung. Mindestens 8-mal. 6, 7, 8. Und dann wechselst du die Seite. Fünf, sechs, sieben, acht. Locker lassen. Bleib in der Grätsche und zieh.
hier, das ist auch Mobilisation des Kniegelenkes, die Ferse zu der jeweiligen Gesäßhälfte. Jetzt machen wir ein bisschen Akrobatik und zwar über Kreuz. Über Kreuz. Ein bisschen Koordination. 4, 3, 2 und ab. So, das Fußgelenk. Das Fußgelenk. Stell dich bitte auf den rechten Fuß und der linke Fuß macht Hacke, Spitze. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Wechsel. 8, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Wechsel wieder. Lager dich auf den rechten Fuß. Du kannst dich natürlich festhalten, ne? Irgendwo zu Hause oder an den Tisch und im Stuhl. Und hebe jetzt den linken Fuß leicht und kreise 8-mal in eine Richtung und dann wechselst du die Seite. Das ist auch eine gute Venengymnastik. Kann man auch im Bett machen, vom Aufstehen. Immer die Beine in der Luft. Nachdem man die Beine in die Luft streckt, kann man diese Kreise machen. Ja, das aktiviert die Wadenmuskulatur und die Schienbeinmuskulatur. Lösen, wechseln. Also mindestens 8-mal, wenn du mobilisieren wirst, möchtest. 4, 3, 2 und lösen. Ich möchte jetzt noch für die Brustwirbelsäule ein paar Mobilisationsübungen und auch für die Wirbelsäule in diese Bewegung in der Seitneigung. Für die Brustwirbelsäule stelle dich bitte wieder in die Grätsche. Ich zeige dir das seitlich. Stelle in die Grätsche und jetzt gehst du mit deinen Fingern im Hinterkopf. Hältst du dich fest, also ich bin jetzt mit der linken Hand auf dem linken Oberschenkel, die rechte Fingerspitzen der rechten Hand sind an meinem Hinterkopf. Ich drehe einmal nach innen und einmal nach außen. Einmal nach innen und einmal nach außen. 7. Dabei bleibe ich stabil im Becken. Po bleibt schön nach hinten gestreckt. 4. 3. Wenn du möchtest, schaust du auch nach oben, dann nimmst du auch ein bisschen die Halswirbelsäule mit. 2. Lösen, bevor wir wechseln, kannst du dich ein bisschen runter pendeln lassen. Stütze dich ab, streck Tempo nach hinten, atme ein, atme aus, beuge Wirbel für Wirbel. Und bitte die andere Seite, stell mich seitlich. Also Grätsche, rechte Hand bei mir stützt auf dem rechten Oberschenkel, die Fingerspitzen am Hinterkopf, eindrehen, ausdrehen, eindrehen, ausdrehen, 6, aus, 5. Und locker lassen. Wenn du unten bist, ja, kannst du dich ein bisschen zu links drehen. Zieh bitte den Bauchnabel an und lass deine Knie gebeugt. Stütze dich ab und fang die Aufrollbewegung an. Das machen wir noch 2-mal. Und löse. Alle Bewegungen möchte ich noch gerne für die Wirbelsäule machen.
Und das ist die Seitneigung. Das heißt, links und rechts. Die Knie sind leicht gebeugt. Hier hast du die Flankendehnung. Vier, drei. Auch diese Bewegungen sind kraftlos. Zwei, eins und lösen. Abschließend atme ein und strecke und recke dich. In alle Richtungen. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Atme ein, bleib hier oben. Falte die Arme vor die Brust zusammen, die Hände zusammen. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Bis bald.